Hallo allerseits. Ich glaube, wir sind live, denn Dienstag ist der Live-Tag der Mantika. Und ich freue mich ganz doll, wer immer heute auch zuschalten mag. Ich möchte euch vorstellen, meinen wunderbaren Mann, mit dem ich zweimal wöchentlich im Augenblick die Ehre habe, über Facebook zu skypen. Roe, über Facebook zu skypen, zu zoomen, wie auch immer. Roe, 50% der Mantika. Ja. Und ich freue mich auch, dass wir heute wieder da sind, dass es technisch wunderbar klappt und ihr alle dabei seid. Aber ohne die anderen 50% der Mantika wäre das natürlich nicht möglich. Und ich freue mich ganz toll, dass auch Kirsten die anderen 50% der Mantika heute via Zoom an euch raussendet. Ja, und ist denn heute, Kirsten? Bevor es losgeht, wir haben eine neue technische Errungenschaft. Roe hat nun auch ein professionelles Arbeitsmikrofon und wir hoffen, dass wir dadurch die Qualität unserer Live-Chats noch ein bisschen steigern können. Wir müssen nämlich jetzt nicht mehr so schreien. Das bedeutet, dass wir uns nicht doppelt hören. Und das finde ich persönlich schon mal sehr, sehr, sehr angenehm. Es sind noch nicht so viele Zuschauer da, wie ich sehe. Vielleicht stoßen ja noch welche dazu. Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir ein wenig über das Thema Jahreslegung sprechen, auch wenn wir jetzt mitten im Jahr sind. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass wir uns beim letzten Live-Talk gefragt haben, wie das eigentlich so mit Corona ist und warum das jetzt nicht so wirklich in den Kartenlegungen aufgetaucht ist, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Beziehungsweise wir haben uns gefragt, ob es vielleicht doch aufgetaucht ist. Und das dachten wir, ist jetzt ein guter Aufhänger, um nochmal die Jahreslegung vorzustellen. Und wir wollten dann das erste Quartal 2020 anhand unserer persönlichen Jahreskarten Revue passieren lassen. Dafür haben wir eine kleine Präsentation vorbereitet. Die macht immer mein großartiger Mann, weil ich bin nicht so gut mit PowerPoint oder mit Key, je nachdem. Und wir hoffen mal, dass das jetzt klappt. Ich schalte jetzt einfach mal die Präsentation frei und gehe dann auch noch auf Vorführen. Ja, und das sieht ja schon mal gut aus. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir nicht abstürzen werden. Es gab jetzt beim letzten Talk, was ich hatte mit Christopher, einige technische Probleme. Aber wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Roy, du hast ja diese wunderschöne Präsentation hier gebaut. Jahreskreis, schon mal ein sehr hübsches Bild, wenn ich das sagen darf. Aber ich gehe jetzt trotzdem schon auf die nächste Seite, in der wir, wenn ich mich recht entsinne, unseren Jahreskreis vorstellen. Ich sehe gerade, dass du erstmal astrologisch anfängst. Ja. Was genau möchtest du, dass wir hier erzählen? Ja, ich übernehme jetzt mal ein bisschen die Präsentation. Also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht so mit dem Jahreskreis involviert sind und die das vielleicht noch nie gehört haben, was ist denn das überhaupt? Woher kommt das? Was ist denn der Aufhänger? Der Aufhänger hinter diesem Jahreskreis, hinter dieser Möglichkeit der Legung, ist der astrologische Tierkreis. Hier sehen wir ihn mit seinen 360 Grad und auch mit den einzelnen Zeichen, die darin vorkommen. So, das ist der Beginn. Und wenn du mir jetzt bitte auf die zweite Folie klickst. Also damit meinst du, dass wir im Jahr einmal durch diesen astrologischen Tierkreis wandern, ja? Ganz genau. Okay, dann klicke ich jetzt einfach mal weiter. Genau. Und jetzt sehen wir auf der zweiten Folie, sehen wir jetzt unsere Plätze, die wir dann bei einer Tarot-Jahreslegung haben, wo wir die Möglichkeit haben, überall eine Karte, also jedes Quadrat steht für eine Karte, wo wir die Möglichkeit haben, dann eine Karte zu platzieren, um dann für den Monat, plus minus, die Karten sind da ein bisschen kreative, die erlauben sich dann auch mal ein paar Tage vorher zu starten oder früher zu enden. Aber das fühlt man dann schon ein bisschen, wenn ein Prozess startet oder vielleicht dann schon früher wieder nachlässt, dann merkt man das ein bisschen, wenn man dann feinfühliger sich so seine Notizen macht, im Rückblick gesehen.
Ich finde, das sieht total klasse aus. Das sollten wir so beibehalten. Das ist eine sehr gute Idee, da den Tierkreis drunter zu setzen. Ich sehe, du hast das jetzt für das Jahr 2019 gemacht, wahrscheinlich, weil das ein schöneres Jahr war im Augenblick als das Jahr 2020. Ja, ich dachte mir so, ein, zwei kleine Fehlerchen einbauen und mal gucken, wer es merkt. Der hat dann wirklich an der Präsentation teilgenommen. Und es ist schön, dass du das gemerkt hast, denn dann weiß man auch, du hast meine Präsentation wirklich kontrolliert. Ich gebe mir immer Mühe. Ja. Gut. Genau. Wie gehen wir denn jetzt genau vor, wenn wir den Jahreskreis ziehen? Ja. Also wenn jetzt, man hat da zwei Möglichkeiten, empfehlen wir immer. Die eine sind, am Beginn, am Ende des letzten Jahres, wenn man so Ausblick haben will fürs nächste Jahr, kann man diesen Jahreskreis ziehen oder am Geburtstag. Dann gilt logischerweise nicht wieder, außer man ist einer als erstes Haus im Jahr, sondern dann ist es der Monat, in dem man geboren ist. So. Aber hier in dieser Jahreslegung, in diesem Jahreskreis, mischt man die Karten und beginnt dann 13 Karten zu ziehen. Die erste Karte steht für das Jahr und die restlichen 12 haben jeweils als Platzhalter einen Monat in diesem Legesystem. Man kann beginnen mit Januar, das ist die zweite Karte, und dann geht es frei um. Dann kann man die Karten entweder einzeln umdrehen und so ein bisschen sich überlegen, was könnte einem der Monat bringen. Oder man kann alle Karten auf einmal umdrehen, hat dann einen wunderschönen Bilderteppich und kann dann sagen, oh cool, ich freue mich schon auf Ende. Oder sagen, oh Gott, hätte ich besser keine Karten dazu befragt. Also das ist dann immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Mhm. Es gab jetzt hier einige technische Aussetzer mit dem Ton, aber ich glaube, es ist weiterhin stabil. Das passiert einfach. Ich glaube, zurzeit sind einfach sehr viele Menschen auch im Internet unterwegs. Ja, genau. Also es wäre vielleicht nochmal interessant zu sagen, dass die Position 1, der Januar, halt links außen liegt und nicht, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, oben. Und dass wir entgegen dem Uhrzeigersinn die Karten auslegen für das Jahr, nicht mit dem Uhrzeiger. Das hat einfach den Grund, dass eben der astrologische Jahreskreis ist und wir uns auf den Tierkreis beziehen, der, wenn wir uns ein Horoskop anschauen, halt mit dem Widder links außen beginnt und dann mit dem Lauf der Planeten durch das Jahr von Osten nach Westen, hier dargestellt im Tierkreis, nach praktisch gegen den Uhrzeigersinn läuft. Und genau. Das ist die zweite Sache, die wir machen können, wenn wir den Jahreskreis legen. Wir haben also für jeden Monat eine Karte. Wir haben eine Jahreskarte. Aber wir haben auch für jedes astrologische Thema, für jedes sogenannte astrologische Haus, jedes Haus in der Astrologie betreibt ja einen Lebensthema-Schwerpunkt wie Partnerschaft oder Beruf oder Spiritualität, you name it. Also haben wir auch für jedes dieser 12 Lebensthemen eine Karte, die, das ist jetzt etwas verwirrend für manche Leute, das ganze Jahr über für dieses Lebensthema zuständig ist, während die Monatskarte nur für einen Monat zuständig ist. Man muss das also ein bisschen doppelt und so ein bisschen schielend lesen. Ja, aber hier in dieser schönen Vorlage sind ja die einzelnen Quadrate farblich umrandet. Mhm. Ja, und da könntest du vielleicht was dazu sagen, was denn diese einzelnen Farben bedeuten. Ganz genau, das hast du damals sehr schön gemacht. Du hast hier quasi hervorgehoben die vier Elemente. Und daran sieht man jetzt, der Januar, der Mai und der September, die sind durch die Feuerzeichen bestimmt. Das ist der Widder, der Löwe und der Schütze. Ich weiß, der Widder ist nicht dem Januar zugeordnet, der Löwe auch nicht dem Mai und der Schütze nicht im September, sondern das sind andere Monate. Aber das ist halt Doppel,
Deutung. Wir gehen hier nicht über die Zeit, in der die Tierkreiszeichen aktuell sind, sondern über die Zeit, über die Häuser, die damit verbunden sind. Haus 9, September, ist halt das Haus, in dem die Schütze-Themen aktiv sind. Die grünen Kreise, die beschreiben die Erdzeichen, den Stier, die Jungfrau und den Steinbock. Die grauen symbolisieren die Luftzeichen, das ist der Zwilling, die Waage und der Wassermann. Die blauen Zeichen, das sind die blauen Farben, das sind die Wasserzeichen, der Krebs, der Skorpion und die Fische. Ja. Und du hattest vorhin gesagt, man kann entweder nur eine Karte umdrehen oder alle gleichzeitig umdrehen. Ich bin ja immer für alle gleichzeitig umdrehen und mir erstmal ein Gesamtbild der Lage machen, bevor ich mich zu irgendetwas äußere. Beim Jahreskartenziehen ist das vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich dann astrologisch anfange zu deuten, finde ich das schon sehr wichtig, weil gerade die Gegenüberstellung von Karten besonders wichtig ist. Also einerseits natürlich kann ich sagen, okay, was ist in den drei Feuerhäusern los? Das kann natürlich auch sehr interessant sein, die zusammenzuschauen. Aber ich finde es schon sehr wichtig, was ist auf der Position 1? Das ist astrologisch gesehen der Aszendent. Und was ist dann auf Position 7? Das ist dann quasi der Dezendent. Also wie gehe ich nach draußen und was kommt zurück zu mir, das dann als Gegenüber zu lesen, das finde ich sehr wichtig. Ja, was wir auch immer noch machen, wenn wir die Jahreskarten ziehen, das ist die Quintessenz ziehen. Erklär du uns doch mal kurz, was die Quintessenz ist. Ich möchte bevor ich über die Quintessenz spreche, noch etwas anmerken. Das ist mir dieses Jahr besonders aufgefallen. Ich habe immer geguckt, welche Karten liegen diagonal gegenüber. Also was ist im Haus 1 und was ist im Haus 7? Oder was ist im Haus 4 und was ist im Haus 10? Und es war bei allen Beratungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe, immer so, dass eine Karte die gegenüberliegende unterstützt oder behindert hat. Es war bei ganz wenigen Positionen so, dass gar nichts zusammengepasst hat. Aber es war bei sehr vielen, ich würde mal fast sagen, 75% war aussagekräftig, dass man eine Unterstützung oder eine Behinderung, also eine Blockade da wahrnehmen konnte. Das fand ich sehr interessant und darum werde ich auch in Zukunft verstärkt darauf gucken, was liegt denn diagonal gegenüber. Denn ich mache es ein bisschen anders wie Kirsten, da ich nicht so viel astrologische Kenntnisse oder Wissen habe wie Sie. Darum bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend. Aber ich schaue immer, welche Karten liegen gegenüber. Zum Thema Quintessenz. Quintessenz heißt, man schaut, was steht auf den einzelnen Karten für einen Zahlenwert. Und den addiert man. Bitte vergesst dabei nicht die Einsen oder die Assen, denn die zählen auch, nämlich 1, die erste Karte in der kleinen Arkana immer. Und dann hat man eine Quintessenz, eine Quersumme und alle Karten, die über 22 sind, werden noch einmal zusammengezählt. Ja, weil bei der Quintessenz zählen nur die große Arkana. Ja, und wenn ihr über Quintessenzen noch mehr wissen wollt, wir werden einen gesonderten Live-Talk machen. Ich glaube, in der nächsten Woche haben wir uns das überlegt. Wozu, weshalb die Quintessenz, das wird nochmal ein spannendes Thema werden, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Mehr zu unserem Thema Jahreskarten, Jahreskreis könnt ihr übrigens auch im Blog Tarot Wissen sehen. Dort habe ich jetzt auch gerade Anfang des Jahres oder zum Jahresende 2019 nochmal verschiedene Arten und Weisen eingestellt, was man denn alles für Jahreslegungen machen kann. Da könnt ihr euch gerne noch ein bisschen mehr schlau lesen zu dem Thema. Ich denke, jetzt reicht das erstmal aus. Ne? Ja. Das ist die Technik, soweit zu dem. Und jetzt kann man dann schon ins Kartenmischen gehen und in das Ziehen der 13 Bilder, der 13 Karten. Also Rui und ich, wir legen uns eigentlich äußerst selten die Karten, weil wir da irgendwie ein bisschen betriebsblind geworden sind
Und was wir aber wirklich jedes Jahr machen, ist es, dass wir zusammen uns Zeit nehmen und gemeinsam den Jahreskreis legen. Dieses Jahr war es ein bisschen außerhalb der Tradition, denn normalerweise machen wir das am 1.1. und dabei sehen wir das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Das ist immer ein kleines persönliches Ritual. Ja, aber wir haben auch dieses Jahr wieder den Jahreskreis unter anderen Umständen gelegt und ich zeige euch, glaube ich, als erstes mal die Karten, die Roe gezogen hat. Ja, nochmal, ne? Es geht uns nur um das erste Quartal. Es geht uns nur um die Karte Position 1 bis 4. Wobei dann wir, glaube ich, nur bis zu 3 das gemacht haben heute. Ja, ne? Ja, bei dir bei 3, bei mir habe ich ein bisschen mehr auf dem Bild drauf. Und vielleicht kannst du jetzt bitte weiterklicken. Gerne. Ja, tut mir leid, du bist Ladies First. Ladies First, ich wusste es. So gern du mich immer als, wie ist die freundliche Bezeichnung für mich, Rampensau, nach vorne schickst, aber Ladies First. Na gut, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, Rui erklärt erstmal was zu seinen Karten. Gut, wie ihr seht, ich habe hier die ersten 3 Monate meiner Jahreslegung bereitgestellt. Ja, das sage ich gleich. Ich habe im Oktober auf der Tarot-Konferenz in London das wunderschöne Deck von William Blake von Mary Kay Greer aus Amerika mitgebracht bekommen. Und ich bin ein großer William Blake-Fan und ich liebe dieses Deck. Es sind spezielle Karten und ich habe gedacht, ach, ich mache jetzt mal Jahreslegung mit diesen Karten. Ich habe mich tatsächlich noch nicht so sehr auf die Bilder eingelassen, muss ich jetzt mal ganz peinlich gestehen. Aber ich sage euch jetzt einfach mal, welche Titel das sind. Und zwar im Januar habe ich die Königin der Schwerter gezogen. Im Februar habe ich The Three of Paintings gezogen. Das ist die 3 der Kelche in anderen Decks. Also Science ist Luft. Und dann habe ich im März die 3 der Three of Poetry, die 3 der Münzen gezogen. Und da war ich eigentlich ziemlich erfreut, weil ich fand die Karten alle ziemlich klasse. Gut, ich habe gedacht, die Königin der Schwerter ist ein bisschen anstrengender. Ja, der Januar war auch wirklich ein wirklich, wirklich sehr anstrengender Monat. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Legungen ich da gemacht habe. Und ich habe viel zu viel gesprochen und ja dann auch schon am 14. oder so war es Januar meine Stimme verloren. Kurz vor der Saturn-Pluto-Konjunktion habe ich meine Stimme verloren. Es war wirklich extrem heftig und bin dann eigentlich den Rest des Januars ziemlich krank gewesen, musste trotzdem arbeiten, wie man das als Selbstständiger tut. Gott sei Dank habe ich das getan, denn so haben wir uns ein bisschen ein Polster für das, was dann kam, anschaffen können. Ne? Sind und ich, wir waren wahnsinnig busy und ich habe die Königin der Schwerter einfach als einen guten Leitstern dafür gesehen, als ich die Karten gedeutet habe, dass ich dieses Jahr viel Zeit haben werde zu bloggen, dass ich Zeit haben werde, meine ganzen Schreibprojekte umzusetzen, unsere Schreibprojekte. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt dann auch erfahren, dass wir ein Buch wieder veröffentlichen dürfen bei Königsfurt. Und ja, das war mein Januar. Und da war für mich jetzt erstmal nicht wirklich irgendwas mit Corona abzusehen. Es war einfach für mich nur purer Stress. Und was mir dann aber noch auffällt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, über meinen Januar, es ist schon wieder lange her, ist, dass ich halt wirklich sehr vielen Menschen die Karten gelegt habe und in den meisten Jahreslegungen es wirklich so war, dass die ersten 3 Monate extrem, ich sag's mal, verschissen waren und dann ab April sah es angenehmer aus, dann kam wieder ein Einbruch so ab Juni, Juli, wo es aussah, als würde das wieder nicht so toll sein. Und da hatte ich mir ja noch nicht so wirklich Gedanken gemacht über die astrologischen Korrespondenzen, die ungefähr dem entsprechen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, im Februar habe ich dann die 3 der Kelche gezogen. Das ist ja eigentlich eine Karte der Freude.
Und des Genusses. Und auch hier auf dieser Karte sehen wir Menschen, die irgendwie mit Leichtigkeit sich bewegen in einem Art Reigen. Ja, der Februar war gut. Der Februar war gut und ich habe mich erholt. Ich habe viele neue Dinge und Projekte angestoßen, mich vernetzt mit Leuten. Wir haben extrem gute Workshops in dieser Zeit gehabt. Wir haben sehr, 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 sehr viel Nachfrage gehabt. Ich dachte, boah, das wird ein super tolles, krasses Jahr für uns, wo wir endlich mal auch wirklich ganz viel Wachstum erfahren. Wir arbeiten jetzt ja schon sehr lange selbstständig und es ist nicht der leichteste Job. Aber wir haben uns jedes Jahr immer mehr gesteigert und im Februar sah es echt so aus, das wird ein Knallerjahr. Deswegen habe ich mich so wahnsinnig gefreut auf die drei der Münzen, die ja dann für den März anstand. Mich auch gefreut in dem Zusammenhang, dass wir jetzt ein anderes Projekt außerhalb der Mantika, ich arbeite ja auch noch für die Stadtspürer, dass hier in Hamburg es richtig abging mit neuen Touren, mit Leuten, die wir angestellt haben oder einstellen wollten und so weiter. Und das sah alles genauso aus wie drei der Münzen, drei der Kelche, super Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. Ja, und dann kam der März. Und wo ich jetzt eigentlich erwartet hätte, gute Zusammenarbeit, jetzt geht's los und alles fiel zusammen. Unsere Geburtstage, wir haben beide Märzgeburtstag, waren entsetzlich. Unsere Reise ist ins Wasser gefallen, die wir geplant hatten, schon sehr lange. Auf diesen Urlaub hatten wir uns sehr gefreut. Unser Business ist kollabiert und nichts mit drei der Münzen. Drei der Münzen insofern, dass wir ja ziemlich schnell aktiv geworden sind und viele Dinge jetzt im Netz bewegen, die uns auch Spaß machen. Aber ja, es ist tatsächlich mehr Investition als Ernte. Das ist das Thema der drei. Und bevor ich mir jetzt Gedanken darüber mache, was das globaltechnisch bedeuten sollte, stell ich gerade fest, dass es sehr gut ist, das mache ich ja wirklich selten inzwischen, nochmal Revue passieren zu lassen, welche Karten man gezogen hat, um sie dann aus dieser Perspektive der Nachschau nochmal zu betrachten. Ich habe fertig. Du hast fertig, dann klick doch weiter. Alles klar. Ja, ich habe ein anderes Bild gewählt. Meine Jahreskarte ist die Königin der Stäbe hier von Karl Röhrig, die Karten meines Lieblingskünstlers, kann man fast schon sagen. Mir gefallen alle seine Bilder sehr, 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 sehr gut. Leider habe ich zu wenig Geld, um mir diese Bilder an die Wand zu nageln. Aber ich war schon sehr glücklich, als ich die Königin der Stäbe als Jahreskarte gesehen habe und dachte mir, wow, so dieses Jahr, da kannst du brennen, da kannst du für deine Ansichten dich einbringen. Und wird toll, das wird super. Der Januar mit den drei der Stäben hat ja, jetzt rückblickend mir gezeigt, das war sehr, sehr gut. Ich habe in den Projekten, in denen ich dabei sein durfte, einiges bewegt, einiges auf den Weg gebracht, einiges auch umsetzen dürfen. Und das war sehr, sehr spannend für mich. Mir war auch klar, dass es da mit mir weitergeht. Für die Teile, die ich sonst noch mache, außerhalb der Tarot-Szene, die gingen wunderbar auf den Weg, wo ich dabei sein durfte. Und dann kamen im Februar die 7 der Kelche. Der Münzen, Entschuldigung. Und es hat im wahrsten Sinn familiär bei mir einen Fehlschlag gegeben, der mich dann ein bisschen durchgebeutelt hat, der mir ein bisschen gezeigt hat, wo ich denn stehe, wo mein Platz und mein Punkt ist. Und das war so ein bisschen über mir hängen so diese Münzen und wenn ich jetzt am falschen Strang mich bewege, dann purzeln die über mich zusammen. Wobei es weniger das war, dass mich die Münzen erschlagen hätten, sondern eher, dass sie an mir vorbeigerauscht wären. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, super, du hast
diesen Fehlschlag hinter dir im März. Und dann habe ich die Karte gewendet und dann kam der Turm. Gut, dachte ich mir, wunderbar. Kannst dann, wenn unsere Geburtstage sind, mal alte Dinge aufbrechen, damit wir dann danach zu neuen Ufern gehen. Und wie es Kirsten schon angesprochen hat, war der März nicht so der glücklichste Geburtstagsmonat für die Mantika. Und statt dass wir, wie es geplant gewesen wäre, ohne Corona am Markusplatz uns einen Kaffee gegönnt hätten, waren wir an den Landungsbrücken und haben dort ein Gläschen Prosecco auf uns getrunken. Also es war schon ein Ab- und Wegbruch von vielen Wünschen, von vielen Dingen, wo wir zuerst gedacht haben, das ziehen wir einfach ohne mit der Wimper zu zucken durch. Ja, wir haben zwar nicht mit der Wimper gezuckt, aber mit durchziehen war es weniger im März. Und im Moment stehe ich im April mit dem Teufel. Und ich merke so, dass ich gewisse Dinge bin ich am Ergründen, was will ich denn überhaupt, was habe ich 10, 12 Jahre hier in Hamburg erreicht, was habe ich getan und welche Dinge sind dabei liegen geblieben. Und die werde ich immer mehr und mehr beleuchten. Ein Ding, das ich monatelang hinter mich gestellt habe, im wahrsten Sinn des Wortes, war den Platz meines Ablagesystems neu zu ordnen. Und ich habe dann radikal umgestempelt, ich habe wirklich Licht in das Dunkel gebracht, das sich hinter meinem Arbeitsplatz befindet, und habe dort im wahrsten Sinne des Wortes Licht reingebracht. Ich habe dort neue Regale aufgestellt, ich habe Regale weggeworfen, ich habe Dinge neu geordnet, die mir seit Monaten, wenn nicht sogar seit 1,5 Jahren immer wieder sauer aufstoßen und ich sie auf morgen vertröstet habe. Und das ist für mich so ein bisschen der Teufel, dass ich da verändere. Wie lange mein Teufel mich begleitet, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich die schönen Versprechungen, die wir als Selbstständige aus der Politik und aus der Bankenwirtschaft hören, so mit Soforthilfe und Unterstützung und hast du nicht gesehen, da bin ich teuflisch. Da glaube ich nicht daran oder ich glaube erst daran, wenn ich es sehe. Dieser Teufel bringt mir aber immer auch wieder ganz klar zum Verstehen, Ruhe, schlussendlich kannst du dich auf ganz wenige Personen vertrauen und auch verlassen. Das sind unter anderem die anderen 50% der Mantika, wo ich weiß, okay, wenn es hart auf hart geht, dann zieht der Kirsten mit. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Hinweis auf Turm und Teufel, so auf diese Art, okay, wenn es wirklich crasht, dann musst du halt nochmal diabolisch ein bisschen mit den Zähnen bleken oder mit den Hörnern, wie er ja auf älteren Karten dargestellt wird, dieser Teufel. Und da musst du dann eben nochmal tätig werden. Ja. Aber ich habe nicht vergessen, ich habe die Königin der Stäbe aus Jahreskarte. Und erst haben wir ja 4 Monate hinter uns. Punkt. Ja, das war jetzt erstaunlich persönlich für dich, mein Schatz. Ja. Ich bin begeistert. Ich finde, wenn man deine Legung betrachtet, dann ist das doch wesentlich stärker, diese Kollektivenergie hier zu spüren, als in meinem Horoskop, in meiner Jahreslegung meine ich. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie deine Jahreslegung weitergeht. Wir müssen uns das dann tatsächlich nochmal ein bisschen in der Rückschau betrachten. Wir wollten ja eigentlich auch hiermit nochmal einfach zeigen, wie man so eine Jahreslegung deuten kann. Wenn wir jetzt ja nochmal darüber nachdenken, welche Ressourcen habe ich kurz astrologisch gedacht. Zweites Haus wäre bei dir die 7 der Münzen und bei mir ist das die 3 der Kelche. Ja, unsere Ressourcen für dieses Jahr haben was von dem Motto, das uns auch immer trägt, ne? Das Never Give Up. Und ja, so wird es halt einfach sein.
Ich finde nicht, dass man jetzt in diesen beiden Legungen komplett sagen kann, boah, da ist Corona schon total drin, gerade bei dir. Und bei mir ist voll drin. Ja, aber es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, was bei dir in deiner Familie passiert ist. Ne? Ja. Das kann man darauf sehr stark münzen. Und bei mir, ja, vielleicht soll uns das auch sagen, dass wir Corona gar nicht so ernst nehmen sollen, sondern wir tun am besten daran, unsere Dinge durchzuziehen, egal wie es da draußen ist, ob mit oder ohne Maske und Kasperle-Theater und sonst was. Und einfach die Themen, die uns Monat für Monat von unseren Jahreskarten gestellt werden, durcharbeiten. Vielleicht hilft uns das. Ja. Wer immer dieses Video sieht und Fragen hat zur Jahreslegung, auch zur eigenen Jahreslegung, kann sich ja sehr, sehr gerne bei uns melden und wir gucken uns das dann an und sagen euch auch vielleicht was dazu. Und ansonsten, denke ich, haben wir für heute erstmal genug dazu erzählt, oder? Ja, ich glaube, du kannst noch eins weiterklicken. Okay. Ja, da ist nochmal die Jahreslegung, so wie wir sie auch kennen. Und ja, ich bin da völlig bei dir, wenn man den astrologischen Jahreskreis, diese Radix nochmal drunter legt, dann macht das ein schöneres Bild. Ich glaube, das werden wir in Zukunft so einführen bei den Mantikern. Ja, das finde ich, eine sehr gute Idee und ich bin auch dafür, wer das gerne haben möchte von dem, die zuschauen heute, dem schicken wir sehr gern dieses PDF zu. Ja, ich glaube, wir werden es noch korrigieren auf 20. Ja, oder einfach, auf 20 macht ja keinen Sinn. Wir machen einfach ohne Jahr und dann können die Leute sich das selbst eintragen. Stellen wir euch gerne zur Verfügung. Und war es das mit den Folien, Schatz? Ja, du kannst noch mal weiterklicken, aber ich glaube, viel wird nicht mehr kommen. Ah, der Werbeteil. Oh. Ja, das ist natürlich die Marketingabteilung, die da sehr in mich hineingetreten hat und gesagt, du kannst nicht einfach nur Legesysteme raushauen, du musst auch mal ein bisschen darauf zielen, wer steckt denn da hinter den Mantikern, damit ihr wisst, wer da euch immer so schön bedüdelt. Genau, also wenn ihr mehr über uns erfahren wollt da draußen, wir haben 2 Webpages, die Mantika, www.diemantika.de, auf der ihr unser Angebot nachlesen könnt. Ihr könnt euch da auch in den Newsletter eintragen, um regelmäßig informiert zu werden über unser Angebot. Und dann haben wir noch unseren Blog, Kirstens Tarotwissen heißt der. Das ist dem geschuldet, dass meine Seite Tarotwissen jetzt schon lange, bevor ich meinen Mann kennenlernte, ins Leben gerufen wurde und ich mich da noch nicht so ganz von trennen kann. Und einfach auch meine Artikel da drin sind, meine Meinungen, da hat Oe nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, diese URL tarotwissen.de gibt es jetzt dann bald 20 Jahre. Ja, ich glaube auch, ne? Die ist schon echt ziemlich alt, hat viele neue Gesichter gesehen. Ja, da könnt ihr euch informieren und wenn ihr Lust habt, uns auch darüber kontaktieren. Ja. Gut. Was haben wir uns denn eigentlich jetzt für Donnerstag vorgenommen? Da wollen wir uns ja wieder auf die Live-Schalte begeben. Weißt du das? Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt. Über Quintessenz wäre eines der nächsten Themen. Nein. Das werden wir erst etwas später machen. Oder sollen wir wirklich das Geheimnis lüften? Ja, ich lüfte das jetzt einfach mal. Oh. Es wird... Es wird darum gehen, was für wie du dir dein eigenes Tarot-Ritual aufbauen kannst, um besonders gute Legungen zu machen, was du dabei beachten solltest. Und andere Themen haben wir inzwischen schon ganz gut gesammelt. Wie gesagt, Quintessenz wird eins davon sein. Wir haben auch noch viele andere Ideen. Und wenn du noch Ideen hast, was du besonders gerne wissen möchtest, dann freuen wir uns, wenn du uns das in die Kommentare schreibst oder uns auch gerne eine E-Mail schickst. Wir sind da total offen und, wie mein Mann immer so schön sagt, plug and play. Ja, ich möchte mich bei euch allen bedanken für eure Präsenz, für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. Und ich möchte mich bei Kirsten bedanken, dass das heute mit der Technik aus meiner Sicht wunderbar geklappt hat. Ich hoffe, ich hatte
Nur einmal einen kurzen Aussetzer, richtig? Ja, und ich bin total begeistert von diesem Mikrofon, weil ich dich jetzt nur noch einmal höre. Das ist ein viel angenehmeres Arbeiten. Das Auditorium jubelt. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ja, das, da kann ich dich nur zustimmend unterstützen. Ich glaube, das war heute auch unsere längste Live-Schaltung, unsere längste Aussendung. Geht so. Ja? Ja, wir sind im guten Schnitt, ungefähr 30 Minuten, so sollte das sein. Und hast du noch irgendwas abschließend zu sagen, mein Schatz? Ja, ich möchte euch etwas mitgeben, was uns beide über die, ja, über bald, ja, wir arbeiten auch 20 Jahre zusammen. Ist dir das überhaupt bewusst? Wir arbeiten keine 20 Jahre zusammen. Was immer ganz wichtig war für unsere Zusammenarbeit war Never Give Up. Yes, Never Give Up ist definitiv eins unserer Motti. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Okay. Macht es gut, lasst es euch gut gehen. Und ich stelle gerade fest, dass ich hier gerade ein Problem habe mit der Präsentation und jetzt irgendwie auch das Ganze abschalten muss. Ich glaube aber, das funktioniert gut. Tschüss da draußen. Euch noch eine